Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Welcome back! Hoi, danke dafür, wieder da sitzen. Wir haben es vorhin ganz kurz davon gehabt. Es ist ziemlich auf den Tag genau 3 Jahre her. Und es ist, ich weiß noch, es ist einer von meinen most memorable Podcasts gesehen ever. Das war super. Ich hatte nachher noch ein SMS müssen schreiben, dass es so inspirierend war, motivierend etc. Mhm. Darum wollte ich die so bald wie möglich wieder hier haben. Und es ist 3 Jahre gegangen. Mhm. Das ist gut, gute Dinge will Weile haben. Absolut. Und letztes Mal hast du sehr viel von deinem Leben erzählt, bis dahin. Und darum würde ich sagen, fangen wir an mit deinen letzten 3 Jahren. Wo, ich glaube, für andere auch schon ein Leben lang können sein. Mhm. Ja, ich glaube, in den letzten 3 Jahren habe ich wirklich sehr viel für mich manifestiert. Und bin einen Schritt weitergekommen in meinem Leben und um was es geht, Erkenntnis gesammelt und bin mehr als zufrieden, wie es gelaufen ist. Wirklich, also die Kraft, dass ich die Kraft aufgebracht habe, überhaupt meinen Traum können zu erfüllen. Ich habe mein Studio ja in einen Schiffscontainer gebaut und bin mit dem auf Afrika zurück zu meinen Wurzeln. Und das hat mich 5 Jahre gekostet von meinem Leben. Das sind die schönsten 5 Jahre gewesen. Abenteuer. Ich habe viel geopfert, es hat natürlich auch viel Leiden drin gehabt in dieser Leidenschaft, darum heisst es Leidenschaft. Gleichzeitig eben habe ich es wie geschafft und mir können zeigen, hey, schau, an das, was ich glaube, das funktioniert. Für mich. Das muss man immer auch noch sagen. Ich finde es immer gefährlich, wenn man dann sagt, so ist es wirklich. Absolut. Ich finde so, für mich habe ich wie einen Weg gefunden, okay, fast wie, was ist ein Sinn vom Leben, oder? Einer für mich ist, wie gehst du mit der Energie um? Oder mit Energie, wie kannst du es manipulieren für deine Zwecke, damit du noch ein glückliches Leben hast, ein erfülltes Leben? Ja. Ja, das ist ja auch die Krux an dem Ganzen. Ich weiß noch, wo ich reise, bin ich nachher zurückgekommen und ich habe so für ein halbes Jahr habe ich das Gefühl gehabt, ich habe alles gecheckt. So, weißt du? Aber das hält ja dann nicht lang, weil Umstände ändern sich, das Leben ändert sich, man selber verändert sich und in dem Ganzen ist ja ein konstanter Prozess von immer wieder finden, was für einen funktioniert, eben was man kann brauchen, wie man es kann brauchen und wieso. Ich glaube, so, wenn du, je älter dass du wirst oder je mehr Erfahrungen dass du sammelst, ist halt wie ein Konzept, wie du an etwas angehst, tut sich ja verändern. Oder zuerst bist du im Abenteuermodus, Reisen, ist cool, hast schon in dir rein, du willst ein Abenteuer, das manifestiert sich nachher auch, das Abenteuer. Aber jetzt, wie die letzte Reise ist halt wie für mich viel umfassender gsi, ist wirklich ein auch eine Beweisführung gewesen, hey, funktioniert das, was ich eigentlich den ganzen Tag allen Leuten immer sage und mir selber auch? Ist es wirklich, ist es das? Und das war mega schön gewesen, zum sehen, hey, schau, ich habe 5 Jahre investiert und ich habe es geschafft, mit einem 13 Tonnen schweren Container auf Afrika zu gehen. Und wo alle Leute gesagt haben, nein, es geht nicht. Und dann habe ich es gemacht und bin zurückgekommen mit einem Album, mit einem Film. Es hat irgendwie wie für mich einen Knopf aufgelöst und auch mega schön, also einen schönen Knopf, der sich aufgelöst hat. Und was für mich spannend ist, an diesem Aspekt ist, normalerweise geht man ja reisen zum, nicht mal zum Flüchten, aber zum neue Welten zu entdecken. Und du bist ja eigentlich auch ein bisschen reisen, um wie zurückzukommen. Also es ist eigentlich fast das Gegenteil von dem, was man sonst macht, wenn man gut reisen. Ja, das ist irgendwie noch schön gesagt. Ja, zurück zu den Wurzeln so. Zurück. Ich habe immer, für mich ist selber das Zurückgehen ist eigentlich ein Schritt führen für mich. Weil du das, wenn du das, die Reise machst, ist es eh immer Fürschi gehen. Auch wenn du zurück zu deinen Wurzeln gehst, gehst du ja Fürschi zurück zu deinen Wurzeln. Und das ist schon, ja, etwas anderes gewesen als
ja, sagen wir jetzt Ferien buchen, oder? Schon eine andere Art. Es ist eben fast eine Aufgabe, es ist eine Lebensaufgabe gewesen für mich, wo ich tue gerne reisen und gerne andere Kulturen sehen. Und jetzt bin ich zurück auf Afrika, wo ich aufgewachsen bin und habe das wiederentdeckt. Und es ist auch ein richtig krasser Moment gewesen, wo ich von Ghana auf die Elfenbeinküste übergegangen bin, mit dem, über die grüne Grenze sozusagen. Ich habe wirklich gemerkt, hey, das ist es die Heime dort, wo ich die Elfenbeinküste angekommen bin, wie es schmeckt, wie die Leute reden, wie sie sich umarmen, wie das Essen, irgendwie die Natur. Es hat etwas gemacht in mir, wo ich gesagt, ja, hey, schau, ich kenne das. Das kenne ich. Das ist irgendwie in meiner DNA. Genau das. Und was hat das denn in dir ausgelöst? Ja, es war ein Heimkommen, ein Umarmen, ein Wiedererwecken fast so. Das hat es eigentlich gemacht. Und wie es extrem dankbar. Es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt dort leben will. Weißt du, ich meine, es war mir einfach wichtig, dass ich merke, wieso bin ich so, wie ich bin? Das hat einen Teil damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Dass ich halt in einem anderen Land aufgewachsen bin, mit französischer Sprache, ganz andere Kulturen. Ich habe es mehr gesehen, andere Klimaverhältnisse. Das hat mich geprägt, als Kind. Und das ist irgendetwas, was in mir mitschwingt, schon mein ganzes Leben, wo ich habe mich gesehen, nicht genau gewusst, wieso. Wieso bin ich ein bisschen anders als die anderen? Und das habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. So, aha, ja, schau, ich bin im Fall auch einfach so aufgewachsen. So mit einem viel anderen Horizont, mit viel, ja. So eine Art Reconnection. Ja. Hast du immer das Gefühl gehabt, du bist anders als die anderen? Ich hatte schon sehr viel das Gefühl gehabt, ja. Im Dienst. Ich kann auch sehr fest dazugehören, aber ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis vom Mensch. Oder vor allem, wenn du Teenager willst, willst du irgendwie deine Gruppe haben, wo du dabei bist, wo du kannst wie Sachen realisieren mit dieser Gruppe, wo du dich wohlfühlst, oder? Das habe ich schon sehr gehabt und dann auch gemerkt, eben, ich bin ein bisschen anders. Aber ich glaube, auch das denkt jeder Mensch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du auch gedacht, du bist anders? Definitiv. Und ich habe mit vielen Leuten aus künstlerischen Bereich habe ich das Gefühl, ist das die Hauptconnection. Dass man anders ist, ja. Ja, dass irgendwie dass man in dem anders wie der gleich ist, ja. Genau, dass das dann verbindet. Ja, irgendwann lernst du das halt auch umarmen, oder? Und du siehst, dass eigentlich das anders, oder man kann es auch als Fehler interpretieren, dass das genau dein Vorteil ist, oder das, was jeder Mensch ein Unikat daraus macht, dass er eben genau anders aussieht oder anders dreht, sich anders bewegt. Das ist genau auf das, was du eigentlich solltest setzen. Das ist dein Markenzeichen nachher. Und absolut. Ich glaube, Künstler, wie wir jetzt, merken das schneller, dass das, oder du merkst, aha, wenn ich jetzt anfange mit dem anders zu arbeiten, hat es irgendetwas, was kannst triggern bei Menschen. Und ich bin ein grosser Verfechter vom Anderen. Also ich finde auch, in der Kunst der Fehler ist immer das Interessanteste. Definitiv. Definitiv. Weil dort entsteht ja dann die Magie. Die Magie und irgendwie auch die Menschlichkeit. Ja, und wenn zum Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst und den Computer geht nehmen oder irgend, letztes Mal hat der Pianist bei uns, der Big J, sein Fingernagel ist gebrochen, dann kann er nicht mehr spielen, oder? Und dann hat er so gesagt, hey, du, ich kann nicht mehr spielen. Also ich schaue hinter und er spielt nicht mehr. Und ich so, ja was, wieso spielst du nicht mehr, oder? Und er so, ja, mein Nagel ist gebrochen. Dann ist so lustig gewesen, habe ich gefragt, ist am Open Air gewesen, habe ich gefragt, im Publikum hat jemand eine Nagelkluppe dabei? Dann ist halt 5 Minuten gegangen, dann ist jemand gekommen mit einer Nagelkluppe auf die Bühne und dann hat er vor dem Publikum seine Nägel geschnitten, alle haben einen Applaus gegeben. Aber das ist magisch gewesen, oder? Yeah. Du bist dann so nahbar, du bist irgendwie einfach mit den Menschen und es passiert etwas, was du halt zuhause nicht hast. Du hörst das ja nicht auf der CD. Das Problem, dass jemand muss seine Nägel schneiden muss, sondern du hast es nachher nicht dort, 1:1 bei uns am Konzert. Aber ich weiß noch, meine Mutter hat ganz viel Ray Charles Platten gehabt und mega oft haben irgendwie Songs wie einfach zumindest drin aufgehört und du hast irgendetwas gehört brabbeln und dann ist es wieder von vorne losgegangen oder es ist irgendwie so und
Und wir haben es dann noch geschafft, ihn noch live zu sehen. Meine Mutter hat das unbedingt wollen und wir haben es tatsächlich geschafft. Schön. Voll geil. Und dort hat dann meine Mutter, nachdem sie 30 Jahre die Platte gehört hat, hat sie es wie gecheckt, dass er nämlich irgendwie Background-Sänger inne und irgendwie Musiker, dass er sie korrigiert. Und oh, sagt, stopp. So? Du musst dort so, weißt du, nochmal. Und das hat er auch beim Konzert gemacht. Und irgendwie ist das auch auf der Platte gesehen. Das hat eben der menschliche Moment drin. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Problem war, vor allem, du hast halt so viel Zeit im Studio und irgendwie muss man jetzt auf das Band durchkriegen. Ja, ich glaube es denen nicht. Der ist wirklich ein Fanatiker, oder? Oder der hört es wirklich so krass, dass es ihn stört. Und dann findet, hey, komm, wir machen es richtig. Aber das ist auf der Platte lässt, das finde ich aber... Das finde ich recht geil. Yeah. Das ist wirklich sehr entertainment. Aber zum schnell zu dem Anderssein zurückkommen, wie du gesagt hast, das wird ja irgendwann Stärke. Das Krasse ist ja, dass aber in jungen Jahren du ja noch extrem fest in Strukturen festgefahren bist. Oder? Schon nur schulisch und das ganze Umfeld. Du hast recht wenig Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich mache jetzt das, was ich will. Das denkt man, dass man das hat. Das ist ja genau Punkt. Das gehört zum Erwachsenwerden, dass du irgendwann anfängst zu denken, sagst, ja, nein, eigentlich stimmt das nicht so. Oder ja, es stimmt so, oder? Ich will das machen. Aber es ist klar, dass du zuerst mal geformt wirst. Oder dass ein System rum ist, wo du drin geboren bist, oder? Bei uns ist jetzt das Schulsystem, wie es halt ist. Das stimmt. Aber auch dort gibt es halt Menschen, die viel mehr anecken und viel mehr schon Troublemaker sind. Und das ist auch faszinierender, dass das eigentlich schlussendlich für dich, wenn du denkst, du brauchst die Ausbildung, um erfolgreich zu sein, dass das gar nicht stimmt, weil die erfolgreichsten Menschen häufiger Menschen sind, die eben Probleme hatten mit dem schulischen System und dann gefunden haben, hey, ich will es aber so machen, und genau, weil sie so einen starken Willen hatten, haben sie noch etwas können aufbauen, das niemand sonst hätte können aufbauen. Was bist du für ein Typ gewesen, damals? Hey, ich habe schon gestruggelt mit der Schule, ich habe aber auch damals noch nicht genau gewusst, was ich will in meinem Leben. Das muss man schon auch sagen, ich bin mega fasziniert von Sport und Musik, das bin ich immer gewesen. Und das ist auch das, ich wollte Hockey-Profi werden oder Musiker, also auf der Bühne stehen, irgendetwas. Ich habe gewusst, das ist ein Talent von mir, auf der Bühne stehen. Und das taugt mir irgendwie auch. Und ich habe nicht genau gewusst, eben, wo es um Berufswahl gegangen ist, mit 16, aus der Säcke gegangen jetzt ins Gymi oder nicht. Mache ich Lehre? Ich habe wirklich damals das mega schwierig gefunden, dass 16-Jährige jetzt genau wissen, hey, ich muss das machen, damit ich nachher das habe. Das hat sich nachher eigentlich erst, ich habe das erst so mit 20 gewusst, okay, jetzt weiß ich eigentlich, wo ich so wie ein Nahtoderlebnis gehe, dort war so der Weckruf gewesen, hey, schau, es kann so schnell vorbei sein, jetzt entscheide ich mich, was ich machen will. Und das, was ich mir entschieden habe, ist eigentlich, ich will einfach glücklich sein in dem, was ich mache. Und das ist damals, wie heute noch, ist das Musik gewesen. Und ich wollte reüssieren als Musiker. Und dann habe ich alles angefangen, daran zu setzen, den Traum zu leben. Und ein Traumleben ist eigentlich, du zahlst ja immer für etwas, oder? In dem, du hast, es hat alles einen Preis. Aber das Schöne ist, wenn du anfängst zu checken, du auch im Zahlen rein, also wenn du noch nicht reüssiert hast, du lebst ja schon deinen Traum. Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht erfolgreicher Musiker gewesen, ganz lang, 15 Jahre bin ich. Niemand hat es interessiert oder wenig hat es interessiert, bis es geklappt hat. Aber in diesen 15 Jahren habe ich immer das gemacht, was ich liebe. Ich habe noch müssen arbeiten, weil ich für meinen Traum gearbeitet habe, also Geld verdienen und so. Aber wenn ich zurückschaue, habe ich immer das möglichst viel das gemacht, was ich liebe, und das ist Musik. Also ich habe die ganze Nacht Musik gemacht und das hat mich glücklich gemacht. Und das ist eigentlich das Wichtigste gewesen für mein Leben, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich jetzt sterben würde, habe ich wirklich das gemacht, was ich liebe. Ja. Yeah. Und das ist eigentlich die coolste Frage, die sich jeder Mensch fragen kann. Und eben bei mir ist es Moskito gewesen, wo ich gestochen habe. Und wenn die Moskito nicht gewesen wäre, ja, dann hätte ich vielleicht bis heute nicht gewusst, genau, was ich mache, oder? Und dort ist die Moskito gekommen, ich bin krank geworden, ich wäre fast drauf gegangen. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt eine zweite Chance habe, ich baue einfach alles auf dem auf. Auf dem Glück, Glückmaximierung.
Ist krass, dass es zum Teil so etwas braucht, dass man es überhaupt sieht. Ist mega spannend, oder? Ja. Yeah. Dass du dieser Endlichkeit musst ins Gesicht schauen. Mhm. Du darfst ins Gesicht schauen. Mhm. Weil eben, du wirst halt auch geformt, du kommst in ein System rein und wenn du aus einem gesegneten Haus bist, dann läuft ja auch alles rund. Hast vielleicht gar nicht so die Struggles, oder? Du machst dann das, was vielleicht auch jemand anderes für dich geplant hat, oder? Das heisst nicht, dass du dann nicht glücklich bist oder dass du unglücklich bist, aber vielleicht irgendetwas schlummert in dir und du weißt es gar nicht richtig, aber dann kommt der Moment, eine Beerdigung oder eine Krankheit, ein Unfall, irgendetwas, wo dir die Augen aufmacht. Ja, weil sonst ist man ja oft verleitet dazu, sich zu sagen, das kann ich noch später machen. Mhm. Und man schiebt ja dann alles auf später. Mhm. Und denkt man so, ah, das kann ich später machen, das kann ich später machen. Und ich meine so, der Klassiker ist ja quasi reisen, wenn man dann pensioniert ist. Mhm. So, oder? Und dann hat man geschafft bis Mitte 60. Das ist mega spannend, was du jetzt sagst. Oder das ist eben genau das, mit dem beschäftige ich mich so krass momentan, ist so, du willst etwas ist verantwortlich für dein Glück. Das etwas kann auch jemand sein. Und wir leben voll fest so, oder? Wenn du das hast, wenn du den Podcast hast, bist du glücklich. Oder ich, wenn ich Platz 1 bin mit meiner neuen Platte, dann bin ich glücklich. Dann Dings. Aber es funktioniert eben anders. Also, das ist das, was ich momentan praktiziere. Ich praktiziere es Umgekehrte. Ich bin jetzt schon glücklich, weil dann werde ich Nummer 1. Weißt du, ich meine, ich bin jetzt schon glücklich und dann habe ich meine Partnerin für mein Leben. Ich bin jetzt schon glücklich, was auch immer. Ich probiere jeden Tag das Glückgefühl oder das Gefühl von dem, was ich will, zu manifestieren. Weil das ist das Umgekehrte. Und das funktioniert auch. Das ist eben Spannende. Mit Gedanken. Aber weißt du, was ich so meine? Absolut. Ich merke auch, bei Sachen, wo ich das Gefühl hatte, früher noch, eben die würden mein Glück definieren, wo ich angefangen habe, mich nicht mehr um die zu kümmern. So, also eben, dann sind sie gekommen. Dann sind sie gekommen. Das ist ein Magnet. Und noch spannender ist, sie haben dann zu Recht auch nicht so ein Glücksgefühl ausgelöst. Das heisst, ich habe früher das Gefühl gehabt, ich will irgendwie das und das erreichen, damit es mir besser geht. Und als ich das nicht mehr gejagt habe, ist es dann passiert. Und ich habe gemerkt, es macht jetzt aber eben gar nicht so einen Unterschied, weil ich von innen raus schon glücklicher bin. Und dann bist du eben wirklich, du hast das angezogen nachher, oder? Sobald du nicht mehr gejagt hast, hast du es angezogen. Ja. Yeah. Das ist der Unterschied. Du solltest nicht das Glück verfolgen und jagen. Du musst es anziehen. Wir sind Magnet. Wenn du das Glück in dir drin hast, das Gleiche zieht das Gleiche an. Und etwas Schönes habe ich auch realisiert, das, was du willst, will ich auch im Fall. Alles. Das kommt zu dir. Alles, was du je hast wollen, wird irgendwann zu dir kommen. Alles, was du je hast, von dem, was du geträumt hast, es wird zu dir kommen. Weil du hast das so krass mit dem Gefühl manifestiert schon in dir inne, dass es muss irgendwie, vielleicht siehst du es gerade nicht, vielleicht willst du ein Kind und nachher hast du eine Partnerin, die schon ein Kind hat, zum Beispiel. Und dann siehst du nicht, aha, ich habe immer ein Ereignis, aber eigentlich kommst du dann das über, was du willst. Du hast das vielleicht nicht genau so vorgestellt, aber das Kind kommst du über. Definitiv. Und wenn wir jetzt auf deine Reise schauen, wo ja zuerst quasi auf Halte gesehen ist, sagen wir jetzt mal, ist ja nicht können reisen. Ja, wegen Corona. Dort haben wir darüber geredet, dass du dann auch eine Mini-Reise aus dem gemacht hast, eingeschneit, das ganze Ding. Das heisst, du hast... Bin auf den Pass gelandet. Genau. Du hast dann erst die Reise können antreten, die du ursprünglich geplant hast. Das heisst, du hast wie zwei Reisen in einem gekriegt. Und durch das auch zwei Alben und einen Film. Zwei Filme sogar. Zwei Filme, stimmt. Der andere ist ja auch noch gesehen. Ein Fernsehfilm und jetzt ein Kino. Ja. Doc, der draussen ist. Ja, das ist auch... Eben, ich habe so... Also vielleicht muss ich dort ausholen, oder? Ich habe das jeden Tag mir aufgeschrieben, was ich will. Und ich habe das ist wie ein Gebet geworden. Darum glaube ich auch, ein Gebet so wichtig. Es ist alles zuerst in dir rein, was draussen ist.
Das ist eigentlich Quintessenz. Das sind dir rein, dann wird es aus dem manifestiert. Und dann gehst du halt auch, oder das Universum gibt dir nachher ein Zeichen, wo es durchgeht. Oder du kannst dann lesen, du siehst, aha, jetzt läutet der an, das bedeutet das und das, und dann gehst du den Weg. Das Ziel ist wichtig, um auf den Weg zu gehen. Und das Ziel war, mit einem Container auf Afrika gehen, zurück zu meinen Wurzeln, die Reise zu machen und dann eine Nummer 1 Hit zu machen, was auch immer daraus resultiert. Aber diese Reise irgendwie können zu machen, das ist wie ein grosses Ziel gewesen, wo ich mir gesetzt habe. Und dann hat angefangen, alles laufen mit dem Film, mit eben, welche Leute triffst, was, wodurch geht es, ist Corona gekommen. Das heisst aber, okay, jetzt müssen wir es neu planen. Und dann kommt das Telefon nach Corona, so wie von der, also, warte schnell, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet. He? Mach checkst noch. Noch. Ja, ich kann noch folgen. Okay. Und sonst frage ich nachher. Also, ich wollte die grosse Reise machen und dann ist Corona gekommen. Ich hatte alles parat, um auf die Reise zu gehen. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann haben wir im Team gesagt, okay, anstatt auf Afrika gehen wir rauf auf Pass. Wir haben eigentlich so etwas manifestiert. Wir haben eine Reise gemacht, wir sind nicht zurück zu den Wurzeln, aber wir sind mit einem Container gereist. Es hat einen Fernsehfilm darüber gegeben. Und dann ist irgendwie immer noch Corona gewesen, wir sind zurück in Zürich und dann der Film wird ausgestrahlt und dann läutet das Telefon. Und an dem Telefon ist Simon Seiterle von Royal Film und sie sagt, Dodo, ich habe jetzt gerade den Film gesehen über die Reise, über Pass mit dem Container und du sagst, du willst auf Afrika, machst du das jetzt noch? Und ich so, ja, ich mache schon noch, aber jetzt gerade nicht, weil Corona, ich habe alles Geld ausgegeben. Ich weiß im Fall gerade nicht. Und wieso? Und dann sagt sie, wenn du das machen würdest, dann machen wir im Fall einen Kinofilm draus. Und das ist wieder das ist irgendwie wie ein Call vom Universum an mich. Ich habe das so gelesen, so wie, hey, schau, der Traum geht jetzt wirklich, er wird jetzt erfüllt. Ich muss jetzt einfach wieder meinen Arsch aufreißen. Dann habe ich allen Angeleuten vom Team gesagt, hey, es gibt einen Kinofilm, wir müssen jetzt das machen, die Reise. Sie ist jetzt da. Und dann haben wir innerhalb eineinhalb Jahre haben wir ja dann 470'000 Franken auftrieben. Mit Sponsoren, mit dem Crowdfunding. Wir haben alle möglichen Sachen in Bewegung gesetzt, dass es klappt. Wir haben das Kamerateam organisiert. Wir haben eben die Schifffahrtsgesellschaften angeschrieben, mit allen geredet. Ich habe jeden Tag wirklich 8-9 Stunden nur für Logistik verbracht. Aber ich habe meinen Traum gelebt dort. Das ist eigentlich der Traum. Leben war, oder? Und dann ist der Moment gekommen, wo wir wirklich gehen können. Und ich sehe dann, wie in den Townships in Afrika der Container vom Lastwagen abgeladen wird und dort angestellt wird. Und ich weiss, jetzt habe ich mein Studio da und das ist der Moment, wo ein Traum realisiert wird. Jetzt. Und es ist das, was du gesagt hast, das geht so schnell vorbei. Das ist gar nicht das Wichtige. Es ist nicht. Der Moment ist so flüchtig und du checkst ihn gar nicht richtig im Kopf, wenn es wahr wird. Aber alles, was vorher war, das war schön, das war interessant, die Mission zu haben. Und dann kommst du auf das, was alle sagen und wo mega plakativ tönt, aber einfach stimmt, der Weg ist das Ziel. Dann checkst du es erst. Fuck, ich bin auf dem Weg. Das Problem ist mit Ziel erreichen ist ja, dass es dann, wie du sagst, so ein schneller Moment, wo im besten Fall löst ein kurzes Glücksgefühl aus. Und dann ist aber schon, was jetzt? Und im allerschlimmsten Fall ist es, es löst nicht einmal ein Glücksgefühl aus, sondern, ah shit, das habe ich gar nicht wollen. Ich habe gedacht, das ist das, was ich will. Das ist krass, oder? Ja. Wie man in etwas hineinprojiziert. Aber eben, wenn es dann runterbricht, ist halt wichtig, dass, oder finde ich für mich wichtig, dass ich wie ein Ziel habe. Es ist aber nicht, es ist genau das, was du sagst, es ist nicht so wichtig, dass ich es erreiche. Sondern ich bin dann einfach auf der Mission. Und die Mission macht mir unheimlich Spass. Das ist eigentlich das Erfüllende. Und ich glaube, wenn du nachher für dich auch den Spass kannst drin finden, sagen wir, dann hast du ein erfülltes Leben. Weil häufig ist ja das, du brauchst ein Papier, damit du etwas, oder jetzt, wenn du unser Bildungssystem anschaust, erst dann kannst du das und das verdienen oder du darfst erst dann das und das machen, oder? Und
auf dem Weg dorthin vergisst du, wie, hey, es muss dir im Fall Spass machen, dass es du, also, du lernst jetzt etwas, dass du es nachher kannst anwenden. Yeah. Und häufig vergessen wir, dass der Weg nachher, oder? Alle schießen an, ja nein, jetzt muss ich 2 Jahre nur für das Fötzeli und Dings, oder? Aber das ist mega schade, weil du verlierst so 2 Jahre von deinem Leben an geile Gefühle. Mhm. Du machst dir selber keinen Gefallen. Und ich glaube, das ist ein grosses Glück bei Musikern, bei uns Comedians gesehen ist in Form von Soloprogramm, und bei Musikern, bei Leuten aus der Musik sehe ich das grosse Glück in halt Alben. Also auch wenn die heutige Welt sich ein bisschen verändert hat und man lieber irgendwie immer wieder etwas Kleines released und so, ist ein Album halt schon noch immer so ein schönes Ziel, wo einem immer weiter auf dem Weg begleitet. Dass wenn eben auch du zwischen deinen, für die erste Reise hat es ein Album gegeben und für die zweite Reise hat es ein Album gegeben. Das ist immer so eine, ich denke immer so auf dem Weg ist es immer noch so eine schöne, so eine Markierungsstein, weißt du, der zeigt, hey, jetzt sind wir, keine Ahnung, so und so viele Kilometer gelaufen, oder? Aber auch dort, ja, das ist mega schön, aber ich glaube, auch dort viele Musiker sind dann gleich, sehen nicht Schönheit in dem Struggle, oder? In dieser Auseinandersetzung. Das Schöne ist ja genau für mich jetzt, wenn ich Musik mache und an dem Punkt bin, wo es entsteht, wo ich kreiere, weil ich kreiere fürs Leben gern, egal was es ist. Ich kreiere, ich bin halt Musiker, darum kreiere ich Lieder. Und in dieser Kreation kannst du dich mega fertig machen, oder du kannst eben das Gefühl haben, du musst für außen etwas machen und nicht für dich rein. Und du verlierst wie das, dass du eigentlich etwas Erfüllendes machst in dem Moment, wo du, wenn du kreativ bist, dich eben auch verlierst. Du bist halt wie im Nirvana, du bist in dem Zustand von allem oder nichts. Yeah. Weil du nicht mehr denkst, du denkst dann nicht, ah, es muss so und so sein, sondern du willst das kreieren, du willst den Kuchen backen, du willst die Pipe fahren, du willst das Kleidungsstück designen. Weißt du, ich meine, du willst die perfekte Show planen. Du bist dort drin und dort kannst du dich fertig machen. Das gehört dazu. Und die Schönheit vom Fertigmachen zulassen. Und wie der Struggle zulassen und so wie sagen, wow, ich kreiere jetzt etwas. Und wenn du dann anfängst zu denken, ich muss etwas machen für draussen, und das als Musiker kommst halt vor, wenn du mal Erfolg gehabt hast, bist halt häufig auch gefangen in dem Gedanken, es muss den Leuten gefallen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und dann bist du nicht mehr bei dir. Dann bist du bei den Leuten. Dann bist du das Gleiche wie ich, muss das Zettel haben, damit ich es nachher haben kann. Damit ich bin erst glücklich, wenn es ihnen gefällt. Das Musikstück, nein, Mann. Es muss mir gefallen, wenn ich es mache. Ich muss es jetzt für mich manifestieren. Ich muss es jetzt kreieren. In dieser Kreation ist Magie. Nur ich kann es machen. So. Es bin nur ich. Und dann ist ja auch wirklich das, was dich ausmacht und deine Essenz, oder? Genau. Genau. Und dann bist du nicht im Aussen. Weißt du, was ich meine? Sobald du im Aussen bist, bist du wie verloren ein bisschen, weil dann lebst du nicht mehr deinen Weg. Und das ist, also ich glaube, das erste Mal, wo ich das wirklich gecheckt habe, ist es mit dem Stefla-Chef gewesen, wo wir sind zusammen, wir haben wie, das erste Album ist so mega erfolgreich gewesen von ihr im Untergrund. Erfolgreich, noch nicht, dort ist noch nicht keine Ahnung drauf gewesen. Yeah. Und nachher sind wir so zusammengesessen und dann so wie, du hast so wie, du kommst das Feedback über, ja genau so muss es sein und machen wieder etwas so. Und wir sind so dort gewesen, hey, was wollen wir? Okay, wir wollen das Nummer 1 Album, aber wir wollen es so machen, wie wir es machen. Wir machen jetzt die Türen zu, wir fokussieren, was wir wollen. Wir haben das wirklich, 5 Minuten sind wir dort gewesen, wir haben uns vorgestellt, was wir wollen. Wir lassen keine Aussenmeinung zu, wir machen jetzt einfach das, was wir wollen. Wie wir können es, wir haben es ja schon mal gezeigt. Beim ersten Mal haben wir sie auch einfach gemacht und dann hat es angefangen zu resonieren und dann fängst du an zu denken, aha, du musst es so machen. Ja. Yeah. Du musst es so machen, wie du fühlst, nicht was die anderen sagen, dass du es musst machen. Und das gilt eben nicht nur für uns Künstler, das gilt, glaube ich, für alle Menschen, oder? Sobald du im Aussen anfängst zu leben, bist du weniger glücklich. Dann bist du weniger connected. Und dort finde ich auch, du bist das Wort. Wir sind eine Kreatur, das heisst, wir haben das Schöpferische in uns, das Kreieren. Das ist in unserer DNA, wir wollen alles kreieren im Leben.
Wir wollen oder alles, wir wollen es kreieren, wir wollen es erschaffen. Gott ist nicht im Aus, es ist in uns drin. Weißt du, das Universelle ist in alles in uns drin. Ja. Yeah. Weißt du nicht, wie du das machst mit dem, wie du mit dem umgehst? Also ich habe einerseits ein bisschen die Abhängigkeit von der Außenwelt, weil halt Comedy ist etwas sehr Direktes. Du erzählst etwas, gibt es Lacher oder gibt es nicht Lacher. So. Ich habe dann mit der Zeit auch gemerkt, dass zum Beispiel, wenn es kein Lacher gibt, heisst das noch nicht, dass es schlecht ist. Weil, wie will ich jetzt sagen, Spannung ist in der Comedy das gleiche Geräusch wie Langweil. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, wenn die Leute gespannt zuhören und nicht lachen, könnte es genauso gut sein, dass sie gar nicht zuhören und gelangweilt sind. So. Und das muss man mit der Zeit halt so ein bisschen rausgespüren. Und dann halt eben sich auch überlegen, warum erzähle ich das jetzt? Und dort ist für mich dann auch irgendwann die Realisation gewesen. Und dort kommt es dann eben wieder darauf an, was macht die Außenwelt mit einem. Als ich gemerkt habe, shit, vor dem letzten Programm habe ich so gemerkt, bei so der ersten Gedanke habe ich mich so wie einfach verlieren in so Zeugs wie, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt da irgendetwas auf der Bühne erzählen mit Gewicht. Mhm. Und dann mich aber zurückerinnert, warum ich Comedy liebe und was ich an Comedy liebe, nämlich ich habe Comedy gern, wenn es lustig ist, so, weißt du, was eigentlich die Essenz ist, aber man kann sich dann eben verlieren, weil man sieht irgendwie andere Leute, die es anders machen und so und denkt so, shit, ich müsste auch das machen und dann merke ich, nein, mein Ziel ist, es sollte so lustig wie möglich sein. Das ist mein primäres Ziel. Und alles andere kommt dazu. Aber dann gehst du eben genau zu dir, du bist dann nachher mehr bei dir und du suchst eben nicht im Aussen zu machen. Genau. Was du jetzt, so wie ich es verstanden habe, das habe ich natürlich auch eine Form. Du willst, also du hast, ein Lied hat eine Form, ein Popsong hat eine Form. Wobei ich jetzt anfange, auch das zu brechen, weil ich wie es spannend finde, es muss nicht immer Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain sein, oder? Sondern es kann einfach Refrain, Strophe, Refrain sein. Ja. Yeah. Es ist auch ein bisschen Zeit, also es machen jetzt auch viele, ich habe das Gefühl, eben die Ideen sind auch kollektiv, wo wir uns anbewegen, dass du noch nicht, du bist ja gleich ein Kind oder ein Mensch von dieser Zeit, wo dich prägt. Absolut. Oder wo aussen auch ein bisschen sagt, wie du innen gehst, oder? Aber gleich, die Leute spüren dich am meisten, wenn du das bist, was du bist. Das glaube ich. Und sonst erkennt, vor allem wenn du auf einer Bühne stehst, erkennt es, wenn es nicht echt ist. Absolut. Wenn du einfach etwas probierst nachzumachen, egal was. Du merkst nachher, er macht es einfach ein so wie das. Genau. Aber ich will ja den Joel sehen, wie er es macht, wie er den Podcast, ich will ihm zuhören, wie er den Podcast macht, nicht, dass er es nachmacht, wie jemand anderes das gemacht hat. Das ist bei mir so ein konstantes Ding gesehen und zum Beispiel der Devil ist da eine grosse Hilfe gesehen, weil der Devil hat mich schon recht früh gesehen und das Feedback, das er mir immer gegeben hat, ist irgendwie ganz spezifisch gesehen. Er hat gesagt, die und die Nummer, die hat mir gefallen, weil das bist du gesehen. Und irgendwie eben zum Beispiel eine Parodie von jemandem oder so. Er hat gesagt, ja, das können noch viele, weißt? Und auch, als ich in seiner Sendung auftreten bin, habe ich gesagt, hey, ich mache dann den Joke, den Joke, den Joke. Und dann sagt er, hey, das kannst du schon machen, aber weißt du, die drei besten Jokes in einem Fernsehauftritt, das machen 20 andere auch. Du hast noch die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Und zeig doch lieber etwas von diesen Sachen. Weißt du? Nicht das, einfach die kurzen. Ja, und das ist mega schön, eben, wenn du hast wahrscheinlich eben das Ziel vor Augen gehabt oder in dir rein, eben, du willst von dem können leben, du willst es möglichst gut machen, du willst irgendwie, das ist dein Erfüllende, oder? Und dann hast du Leute aus dem Universum, die dir auch helfen. Und das finde ich das Schöne am Leben. Du bist im Fall nicht alleine. Es gibt, das Universum hilft dir. Wenn du dich auf den Weg begibst, mit dem reinen Gefühl und auch irgendwie das zulässt, dann
hilft im Fall links und rechts, helfen die Leute bei allem, was du willst erreichen. Und das finde ich so ein schöner Gedanke. Wenn du das anfängst zu laden, bei dir ist jetzt der Deville, wo gesagt hast und du hast ihm zugelassen, und dann wir können sagen, okay, ja, es stimmt im Fall, ich mache es jetzt so. Bei mir ist im Fall, dass die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie das geht, ich kann ja nicht wirklich ein Instrument spielen. Ich kann nicht wirklich... ich habe alles nicht wirklich, weißt du, was ich meine? Aber ich weiß, was ich will. Und es sind immer Leute um, die mir helfen, das zu erreichen, was ich will. Meine Gabe ist, das irgendwie alles zusammen zu bekommen und Geschichten erzählen und schreiben. Aber das alles rundherum. Ja, und das ist so schön, wenn du, das hat etwas mit Ego zu tun, wenn du nachher anfängst zu denken, so, hey, schau, um was geht es wirklich? Geht es jetzt, dass ich das alles, weißt du, im Hip-Hop rein, wo, aus den 90ern haben wir alles, wir wollten das Artwork selber machen, wir wollten alles selber einspielen, alles produzieren, alles selber schreiben. Ja, nicht jemand darf ghostwriten, ja, nicht jemand darf sagen das. Dann hast du immer gesagt, ja, das ist mein Style, das ist mein Flow, was auch immer, oder? Das ist gut und recht und es gibt wahrscheinlich einen unserer Millionen, der das auch alles kann. Aber mittlerweile wissen wir auch von den grössten Rappern, dass sie einfach Ghostwriter haben, dass sie mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, damit sie wirklich das können manifestieren können, was sie wollen, ihr Genius. Es kommt ja gleich von ihnen. Aber sie haben auch Hilfe. Und das finde ich so schön, wenn du das anfängst zu checken. Oder ich selber. Dass eben das Universum ist da und hilft dir. Immer. Es ist an dir, ob du es siehst, ob du es zulässt. Das wollte ich gerade sagen. Das musst du ja auch checken und annehmen. Oder? Und das ist wirklich eine Ego-Geschichte. Es ist Learning, ja. Es ist erkennen, was man kann und auch erkennen, was man nicht kann. Und dann ist es keine Schande, in diesem Bereich sich Hilfe zuzutun. Oder so einfach die Hilfe zu kriegen. Weil eben, wie du sagst, sie ist eh um. Oder? Und du bist zum Beispiel einer, ich höre so oft die Namen von anderen Leuten, wenn es eben darum geht, dass sie Hilfe gekriegt haben. Also du bist für mich, bevor ich dich auch persönlich kennt habe, bist du schon immer so ein Beispiel gesehen von jemandem, der sicher nicht Stein in den Weg legt, sondern eher aus dem Weg räumt und ermöglicht und probiert zu helfen, wo er kann und sagt, zusammen ist man stärker und so gut wie du bist, so gut bin ich. Voll. Das und ist voll mein Mindset. Auch wenn jemand kann scheinen kann, dann scheine ich mit ihm. Also wenn jemand fällt, falle ich halt auch mit ihm, oder? Aber das ist ja wie das Konzept nachher. Denn wenn du das weißt, dass du wie mitverantwortlich bist, dann schaust du auch, dass jemand reüssiert. Und ich finde es so schön, ich habe mir selber einen Namen probiert zu suchen, genau für den Zustand. Das ist so der Successor. Wenn du der wo Leute erfolgreich kann machen kann. Yeah. Aber ich mache das, es ist auch... Eben, es ist so, wie ich funktioniere, oder wie ich denke, das Universum funktioniert. Du scheinst mit den Leuten, die scheinen, wo du kannst ermöglichen, wenn du jemandem etwas kannst ermöglichen, es ist immer dies auch. Auch wenn dein Name nicht dort steht, aber es ist auch dies. Yeah. Das Gleiche ist auch, wenn sie fallen, du fallst mit. Oder wenn du bist halt das, was du machst. Und das ist in allem. Das fängt schon in deinen Gedanken an. Wenn du anfängst, schlecht über jemanden zu denken, dann tust du dir selber nicht gut, Mann. Du verhinderst etwas in dir rein. Yeah. Ganz, ganz fest. Yeah. Und dann ist so wieder, was wir am Anfang gesagt haben, was ist ein Grund, ein Sinn vom Leben? Und das, für mich ist das eben das, wie gehst du mit Energien um? Wie funktioniert Energie? Checkst du, wie du kannst mit Energien arbeiten? Was sind Energien? Was ist Vibration? Was sind Frequenzen? Wie geht das um? Weißt du, wie fängst du an, das zu lesen? Und wie bringt es dich? Wie kannst du höher schwingen, dass du nachher eben dein Glück kannst maximieren kannst und nicht immer die Angst hast, wo Angst bringt dich immer runter. Egal, Angst vom Realisieren, Angst vom von zu wenig haben, in allem oder im Materiellen. Ja. Yeah. Und das ist eben, wenn du anfängst, reiche Gedanken zu denken oder dich freuen über jemand anderes, der es schafft. Die Freude die manifestiert dir selber in deinem eigenen Leben wieder alles andere. Ja, es gibt ja durch das auch eine kollektive Freude. Also es ist ja nicht nur teils Leid, halbes Leid. Im Umgekehrten ist teilt die Freude irgendwie doppelt die Freude. Also es tut sich so maximieren. Voll, voll. Und das ist Energie, oder? Energie. Das ist Energy. Energy. Und das ist so spannend. Ich tue mich so gerne
genau das Thema, wo ich so gerne darüber nachdenke. Weil schlussendlich auch in Beziehungen, in allem, wo du lebst, wenn du jemandem kannst etwas gönnen kannst oder mit ihm dich freuen, dann freut sich irgendwie dein Universum auch und du hast die Chance, um auf die Schwingung zu kommen. Mhm. Ich weiss noch, wo ich es noch nicht geschafft habe mit meinen Shows. Es war eine Angst von mir, dass ich meine Shows nicht ausverkaufe. Du kennst vielleicht die Angst. und ja. Ich kann dich auffressen, oder? Du kannst in den Strudel kommen und denken, so Scheiße, die Leute interessiert es nicht oder du schaffst es nicht, dort anzukommen, wo du willst. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich angefangen, mir volle Hallen auszudrucken, damit ich, wenn ich aufstehe, damit ich schon ein Publikum sehe. Mhm. Weißt du, dass ich es sehe, dass ich merke, so, hey, hab keine Angst, weil die Angst kann dir irgendwie wie niemand nehmen. Oder weißt du, die Leute, ich habe dann mit einem Manager geredet und der ist ihnen das Gegenteil gewesen, ja, du musst eben das und das machen, sonst ist es leer und leer und leer. Und ich so, nein, Mann, ich will es voll und voll und voll haben, ich muss mir jetzt das aufklären. Und dann hat Lohn Lüdig auf dem Gurten gespielt. Und das ist Ausnahmezustand, oder? Wenn Lohn Lüdig dort oben spielt, Mann, das ist einfach, der Berg ist voll. Und ich bin hinter einem Vorhang gestanden und ich weiss, ich bin dort gestanden und schaue so führen und denke einfach so für mich, ey, schau, ich kann das auch. Das ist mein Publikum jetzt. Ich bin mit ihnen. Weißt du, das ist auch meins. Ich bin jetzt da mit ihnen. Ich feiere jetzt mit ihnen, Mann. Ich bin nicht, ich will das jetzt ich bin so eifersüchtig, dass sie das haben. Nein, ihnen so, wow, ist so cool, ich darf jetzt da stehen, ich ziehe mir das alles rein. Sie klatschen auch für mich, auch wenn ich hinten dran bin. Und niemand interessiert es, dass ich hinten bin. Aber für mich war es mein Applaus gewesen. Ich habe so da, als ob und bin dort gewesen und ich habe mich für sie gefreut. Ja. Weißt du, ich bin dort gewesen, vibe-mässig, genau wie ich habe mit ihnen gelitten, ich habe mit ihnen geschwitzt. Ich bin dort gewesen, ich habe das geerntet. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video, wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ich habe schon als Kind, wenn ich CDs gekauft habe, habe ich immer im Booklet habe ich immer Special Thanks gelesen. Immer schon. Und das hat sich dann weitergezogen bei Comedy-Programmen im Abspann, weißt du? Und habe natürlich nicht jeden Namen kennt, aber es ist dann umso spannender zu sehen, wie dann irgendwie ein Name, der irgendwie aus einem völlig anderen Gebiet ist, zum Teil. Weißt du, eben in der Musik danken sie dann irgendwie, keine Ahnung, einem Sportler oder weißt ja, und das alles ist Mögliche, mega schön, so du sagst, so connected. Ich glaube wirklich, es gibt keinen Menschen, der erfolgreich ist, der nicht dankbar ist. Die ich kennengelernt habe, die zuoberst sind, mit denen, die ich arbeite, das sind im Fall die dankbarsten Menschen. Die sind so dankbar, die sehen im Fall, was um sie herum passiert, die sind connected, die sind dankbar für das, was sie erreicht haben und für die Menschen, die um sind, die ihnen helfen, die... Darum glaube ich auch, Dankbarkeit ist der schnellste Weg zum Glück. Wenn du wirklich willst, wirklich, wirklich glücklich sein, steh auf am Morgen und sag Danke, Mann. Danke, bin ich der verwachen darf jetzt? Bin ich noch nicht gegangen? Danke, habe ich etwas zu essen? Danke, so einfache Sachen. Danke sagen und dann kannst du es auf den nächsten Level bringen. Dann kannst du schon sagen, Danke für die Sachen, die du gar noch nicht hast. Und dann fängst du so an manifestieren. Weil du sagst ja eigentlich Danke für etwas, was du hast. Und wenn du aber jetzt schon sagst, Danke sind meine Hallen voll. Und das in Präsenz sagst, dann versteht das Universum eigentlich, er hat Danke gesagt für etwas, was er hat. Die Hallen sind voll im Fall. Weißt du, meine? Und dann hast du das Glück in dir rein und das manifestiert nach einer Sache. Nicht die Sache muss das Gefühl dir manifestieren. Ja, und ich glaube, Dankbarkeit ist auch etwas, wo das Ego zulässt oder nicht. Sprich, wenn das Ego ein bisschen kannst gehen lassen, dann kommt auch Dankbarkeit. Weil oft ist ja mit dem Ego, das ist so meine Erfahrung gewesen, wenn das Ego gross ist, dann hat man das Gefühl, man hat alles allein geschafft. Und das tut ja eigentlich dann das ganze Umfeld tut sich eigentlich vor sich stoßen. Ich habe zum Beispiel dann mal in eins von meinen Büchlein, habe ich mal gefunden, ich schreibe jetzt jedem Menschen auf, wo irgendwie, ich weiß nicht, wie lange ich dort Comedy gemacht habe, aber schon nur für Comedy, in irgendeiner Art und Weise mir mal hilfreich gewesen ist. Und dann denkst du irgendwie zuerst mal, ja, werden 6-7 Namen sein, oder? Und plötzlich... Und dann bist du irgendwann bei 45 Namen
Und denkst, ja, aber ich bin noch lange nicht fertig. Und ich hatte immer wieder, weißt du, keine Ahnung, eine Woche später, so das Unterbewusstsein, ja, und dann weiter geschafft. So eine Woche später fällt rein, oh mein Gott, die Person dort hat mal gesagt, komm, ich nehme dich mit an die Show und ja, irgendwie lass dich noch 5 Minuten machen. Weißt du, und so weiter und so fort. Das ist einfach ja, immer wie mehr dazu. Und das ist doch aber auch eine Angst, hast du das nicht auch? Wenn eben genau so die Special Things machst, ich habe immer so Angst, dass ich jemanden vergesse. Weil ich bin wirklich denen so extrem dankbar. Yeah. Und ich will allen die Dankbarkeit zeigen, zum Ausdruck bringen. Yeah. Und dann hängst du da, weil du vergissest eben, es kommt eine Woche später. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich habe Premiere gemacht, nur für Freunde und für Sponsoren. Mm-hmm. Und Familie. Das ist ja fast das Gleiche. Ja, ja. Aber ich habe wirklich sehr, sehr grosse Familie. Und ich habe das Abaton-Kino gemietet und es sind 300 Leute gekommen. Yeah. Gell? Mit Familie und yeah, all denen, die mich schon, weißt du, dann hast du angefangen zu überlegen, genau, wer hat alles in diesen 5 Jahren dir geholfen, irgendetwas. Mhm. Und ich bin dann auf der Bühne und ich habe probiert, allen zu danken. Mhm. Und dann bin ich ab der Bühne und wirklich so ein paar Stunden später habe ich Scheiße, ich habe den Bogigios nicht danken gesagt. Bogigios sind die, die mir ein Moskitonetz gegeben haben, mhm, für den Konten. In den letzten 3 Tagen, wo ich yeah, das noch gecheckt habe, Scheiße, ich brauche vielleicht noch ein Moskitonetz, mhm, haben sie mir das gebracht. Und das war genau etwas, schön kann ich es jetzt sagen, Bogigios, wenn ihr jetzt zuhört, Migi und Luca, danke vielmals fürs Moskitonetz an meinem Container. Sorry, habe ich es vergessen, auf der Bühne zu erwähnen. Ich finde eben, ich hatte die Angst auch ein bisschen gehabt. Zum Beispiel habe ich jetzt mein letztes Solo jetzt in voller Länge auf YouTube da. Und dann habe ich eben gefunden, ich mache einen Abspann. So, weil eben, ich schaue das immer bei anderen ja, und das ist mehr für spannend, mich. Ja. Niemand wird das ja schauen. So, oder? Und dann habe ich auch mega lange an dieser Liste gehabt, wer hat irgendetwas mit dem Programm zu tun gehabt. Und habe eben gefunden, ich probiere es auf das Programm zu beschränken. Mhm. Weil eben sonst sagst allen Universum. Ja, sagst wirklich so lange danke. Oder? Ja. Und ich habe, glaube ich, 2 Leute auch vergessen. Aber ich finde nicht so wichtig, ob man sie dann eben auf einer Liste oder auf einer Bühne irgendwie erwähnt. Es ist schön, wenn man es macht, mhm, logischerweise. Aber ich finde es fast wichtiger, dass man es ihnen direkt halt voll mitteilt und ihnen direkt voll spüren gibt, immer wieder, mhm, dass man dankbar ist. So. Weil schon nur, dass man es weiß, mhm, ändert ja alles. Ja, voll. Ich bin mit dir. Es war ja wirklich der Moment gewesen, es ist nicht einmal im Film, ich weiß gar nicht, dort werden sie auch erwähnt, aber auf der Bühne stehen, yeah, und sie sind im Publikum und dann ihnen das sagen, ist natürlich ein mega schöner Moment. Absolut. Weißt du, so vom Dings. Aber ja, klar, wenn es dann im Nachhinein und du ihnen das sagst, dann, also ich wäre ja dann auch, wow, schön hast du an mich gedacht. Mhm. Weißt du, ich glaube, ich wäre auch mega, ich würde es verzeihen oder sagen, hey, voll easy, ich weiß genau, wo du bist und wie das ist, wenn man eben das muss machen oder darf machen, dass man vielleicht nicht an alle denkt, oder? Ja, und es ist auch dort in der Person, die verdankt wird, ist es auch wieder eine Ego-Geschichte. Mhm. Also yeah, weißt du, ich habe schon fast Auseinandersetzungen gehabt mit Leuten, die dann sich bei mir beschwert haben, dass ich ihnen nicht genug Danke mhm gesagt habe auf der Bühne. Mhm. Weißt du, was dann auch schwierig wird? Ja, das ist mega schwierig. Das hat wirklich etwas mit Energy zu tun, yeah, nachher wieder, weil das so erwartet wird und du spürst das nachher. Yeah. Und dann bist du wirklich irritiert, dass das jetzt so krass erwartet wird, mhm, oder? Anstatt so, ist ja gut, wenn ich finde es schon immer gut, wenn jemand auch sagt, hey, schau, ich hätte das gern. Mhm. Das finde ich im Fall mega schön, wenn mir das jemand sagt. Aber wenn du so spürst, so, hey, sie sind wie unzufrieden oder die yeah sind sechsmal lieber, yeah, dann kann ich wieder darauf reagieren und dann weiss ich es, oder? Ich weiss genau, was du meinst. Das eben ist auch ein menschlicher Zug. Mit dem, das musst du dann auch wieder können aushalten und die dann wieder Größe, dein Ego yeah muss dann handeln mit dem Ego, weißt du, ich meine? Absolut. Dann wieder ein Ding, so, okay, wie gehe ich mit dem um? Wie vielleicht bist du auch mal in dieser Situation gewesen, wo du das erwartet hast? Mhm. Weißt du, wieso sagen sie mir nicht Danke? Also ich kann mich voll related, ich bin schon in dem Gefühl rein gewesen. Weißt du, wo ich wie gefunden habe, ich bin zu wenig verdankt worden. Mhm. Ich bin einmal sogar richtig hässig geworden und ich musste es dann auch kommunizieren. Ich musste sagen, so, hey, ihr wisst schon, ich habe von euch mega geholfen. Mhm. Und jetzt sind ihr dort und erzählen die Geschichte, ohne mich zu erwähnen. Yeah. Ich bin von, wie, das mag mich, weißt du. So. Aber es war natürlich sehr ein festes Ego gewesen, wo dann merkst, so, hey, Dodo, wo bist du jetzt genau? Weißt du, so. Was heisst das, oder? Das habe ich dann bei mir gemerkt, irgendwie, weißt du, so,
weißt du auch nicht, Swiss Comedy Awards, oder? Dann gibt es immer wieder mal irgendwie jemanden, der eine Nummer macht über die Szene, oder? Mhm. Wo dann irgendwie halt alle möglichen Menschen von der Szene irgendwie erwähnt werden. Und dann bist du natürlich schon dort und denkst so, wann komme ich dran? Ja. So. Und dann merkst du, ah, ich bin gar nicht dran gekommen. Mhm. Und dort habe ich dann aber auch wie gemerkt, dass ich das eben mit meinem Ego, dass ich das sofort, aber sofort muss gehen lassen. Ja. Weil sonst... Aber wie hast du es gemacht? Du bist klar enttäuscht gewesen, oder? Im Moment, oder? Du bist wie, hey, scheiße, ich bin gar nicht dran gekommen. Ja. Also ich glaube, das kennen mega viel, das absolut. Gefühl von, shit. Und dann, wie hast du es können... Wie hast du es gehen lassen? Hast du es wirklich gehen lassen? Oder hast du noch jemandem müssen sagen? Oder wie? Ich habe es niemandem gesagt. Ich sage es dir jetzt. Das ist okay. Der erste Mensch. Ich habe wirklich... Gefühlt sind Sekunden gesehen. Vielleicht sind es Minuten gesehen oder so. Ich bin auf dort gesessen und habe gefunden, ah, okay, nicht erwähnt worden. Und dann habe ich mich einfach zurückbesinnt auf... in dem Punkt, dass ich auf meinem eigenen Weg bin. So, und das... ob ich jetzt hier erwähnt werde oder nicht, keinen Unterschied macht für meinen Weg. Und so habe ich es dann eigentlich können gehen lassen. Okay, du hast sie dir innen angefangen zu lösen, so, hey, look, yeah. Das ist gut, ich bin auf meinem Weg. Ja, und ich bin auf dem Weg, ob ich jetzt hier erwähnt werde oder nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, du machst es nicht abhängig von dem, wie genau. Du dich fühlst. Das ist mega gut. Aber eben, schau erst jetzt möglich gesehen. Ja. Ich weiss, wie früher noch, eben hat das an meinem Ego. Und das Lustige ist, keine Ahnung, dann ist in einer anderen Situation, bin ich erwähnt worden und habe so gefunden, mega herzig, hat wie nicht müssen sein. Weißt du, so. Ja, ja. Dann kommt eben wieder das so, wenn das wirklich nicht mehr fest willst, passiert es von alleine, dann magnetisierst du ja. Aber es ist eine Ego-Frage. Es ist eine mega starke Ego-Frage. Ich finde es eben, mich faszinieren die Menschen, die das wie nicht erwarten. Also wir kennen alle so Menschen, die einfach geben und nicht das, weißt du, sie geben einem das Gefühl vielleicht, oder sie haben so wie die Größe einfach, sie helfen dir. Ja. Yeah. Was so ist fast, wie sagt man, deren Liebe, wenn sie bedingungslos, weißt du, so bedingungslos. Mhm. Und das macht dann die Menschen so gross, du erkennst nachher nicht das Genie von denen, yeah. Weil sie einfach so zurückstehen und sagen, hey, ist voll gut. Mhm. Du kannst mir etwas geben, wenn du willst, aber du musst auch nicht, ich bin da gewesen. Weißt du? Yeah. So. Ich habe es jetzt gemacht. Mhm. Und das ist so cool, also es ist so bewundernswert, wenn du das siehst. Und ich will dann immer auch von denen ein Stückchen abschneiden und sagen, ja, das ist im Fall, so finde ich es mega schön. Und die kommen dann auch, ich habe das Gefühl, das sind auch sehr erfolgreiche Menschen. Mhm. Die das können. Wo ich wirklich sehe, wow, die reissen. Also ich rede nicht nur materielle Erfolge, ich rede wirklich ihrem als Mensch sein erfolgreich. Ja. Weißt du, so, ihrem Wesen, wie sie, was sie anziehen, wie sie nachher ihr Glück manifestieren können. Das ist mega schön. Und das ist ja auch die alte Frage. Irgendwie, tust du etwas Gutes, wenn du es machst in Erwartung für etwas, oder tust du etwas Gutes, wenn du es eben bedingungslos machst, so. Und das ist eine uralte Frage, so. Yeah. Und ich glaube, erst wenn es wirklich verinnerlicht kannst, ohne dass du eine Erwartung ans Gegenüber hast, erst dann ist es auch wirklich mit der, wie will ich sagen, vollen Kraft, mit der vollen Power, oder? Weil sonst hat es immer noch ein berechnendes Element drin. Mhm. Wo nicht gesund ist. Sondern, wie du sagst, die Menschen, die du dann bewunderst, weil sie es einfach machen, weil sie die Größe haben, das hat damit zu tun, dass sie das innerlich eben schon haben können mit sich abmachen und sagen, ich mache das, weil ich einfach genau diesen Schritt gerne mache und ich erwarte nichts im Gegenzug. Ja, oder denen gibst du nachher auch etwas. Mhm. Aber sie erwarten es nicht. Nein, vielleicht schon, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, es ist einfach so, ja, es ist so ein Dasein. Mhm. Es ist mega schön, eben nicht so ein Ego, sondern hey, ich weiß, ich kann das so gut, kannst du nehmen. Und ich will das sagen, ich will auch die Größe können. Mhm. Das finde ich etwas bewundernswert. Aber ich habe das Gefühl, du bist auf gutem Weg in dem. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, es ist etwas, was ich praktiziere.
Und gleichzeitig hast du halt auch ein Business, oder? Du hast Verantwortung, du zahlst Löhne. Wie machst du das? Aber das hat auch mit Vertrauen zu tun. Oder wie kannst du, hast du ein Urvertrauen oder nicht? Vertraust du, dass alles gut kommt? Oder eben nicht? Denkst du überall, ah, sie nehmen mich aus oder nicht? Auch ein Ausnehmen, ja, kannst du auch mit Grösse drüber stehen und sagen, ja, okay, ist gut, hast du das jetzt gemacht. Machst du es einmal, nachher nicht mehr. Weißt du, du kannst auch dort wie anstatt dich fertig machen. Weil das habe ich auch schon, ich habe mich auch schon ausgenützt gefühlt, oder? Und dann wie, aber es ist dann, wie ich mich fühle, oder? Es ist auch wie das andere, das Gegenüber, das das in mir ausgelöst hat. Aber wenn ich anfange, eben mir vertrauen und wie der Bauch, den Instinkt zu entwickeln, das ist eine Übungssache, oder? Das ist Meditation. Schlussendlich, du gehst in dein Urvertrauen und sagst, ja, es ist gut, so wie ich bin, es ist gut, ich will reüssieren mit dem. Es wird gut. Die Leute respektieren mich genau wegen dem, sie bieten mich nicht wegen dem aus, sondern sie respektieren, sie sehen das, sie schätzen das. Ich habe jetzt gerade mega lang überlegt, wer mir das erzählt hat, und ich weiß es wieder, eine Kollegin, die während Corona in ihrem Business halt Events und so, logischerweise, als erstes weg, hat mir jemanden geholt, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, finanziell. Und ein toller Mensch gesehen und sie hat ihr gesagt, es tut mir leid, ich kann jetzt einfach die momentan nicht mehr anstellen, ich muss die jetzt entlassen. Es geht nicht anders, oder? Und hat aber genau das immer so praktiziert und glaubt, wie du jetzt gesagt hast, dass die dort schon nicht mehr angestellt, die am nächsten Tag oft wieder gekommen ist. Und sie gesagt, aber ich habe es dir gestern gesagt und sie so, das ist mir egal, ich arbeite jetzt halt einfach ohne Lohn für das Ding weiter. Und dann haben sie das durchgekriegt, dass ich mir, weiß auch nicht mehr, wie lange, 2 Monate später, 3 Monate später, ist langsam wieder besser gegangen. Und sie hat sie wieder können anstellen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das Vertrauen. Und es gibt eben wieder ein Gesetz nachher da, was die Person gemacht hat, die wo gekündigt worden ist, oder? Die hat ja noch wieder das Vertrauen generiert, aber es ist auch, das glaube ich, das Gesetz, wirklich das Gesetz von erfolgreichen Menschen ist, du musst mehr geben, als das erwartet wird. Für dich. Du gib ein bisschen mehr, als du denkst, dass du kannst geben. Und dann geht immer alles auf. Weil du tust deine eigene Grenze so überschreiten, dass die Leute wollen nachher mit dir zusammenarbeiten. Sie wollen, sie sehen das Commitment. Sie honorieren das, sie geben dir nachher das. Und das habe ich schon von allen Erfolgreichen immer gesagt, gib einfach mehr, als das du kannst. Gib mehr, als erwartet wird. Und nachher gibt dir das Universum und die Frau hat ja noch, oder die Person, ob es eine Frau war oder Mann, ich glaube, so hast du Frau gesagt, oder? Die hat ja dann einfach so, okay, ich vertraue, ich gebe dir meine Dienste, du musst mich jetzt nicht zahlen. Ich vertraue einfach dem. Und dann kommt es gut. Und das ist so eine krasse Kraft. Oder auch die, wo der deiner Kollegin nachher gegeben worden ist. Es muss nachher funktionieren. Es kann gar nicht anders sein als, ja, okay, bang, gehen wir. Weil das Commitment ist so krass rum. Hast du denn auch schon mal gehabt, dass du irgendwie jemandem mehr gegeben hast, als du eben eigentlich hast können? Und es ist dann nichts daraus geworden, sozusagen. Ich habe das Gefühl, aber es ist nicht so, weil es kommt, so ist meine Erkenntnis ist, es kommt eben nicht immer von der Person, die du gegeben hast, zurück. Aber das Leben gibt dir das zurück. Das ist ein schöner Gedanke. Ja, also es ist auch Erfahrung, wirklich Erfahrung, dass du da, also es gibt eben halt immer Leute, die mehr brauchen, weißt du, was ich meine? Und dann gibt es solche, die können dir mehr geben. Und denen, die brauchen es ja nicht, dass denen, die dir geben, musst du nicht immer geben. Die geben dir, die können dir das irgendwie geben. Aber du hast ja genau die Kapazität, nachher zu jemand anderem das helfen, oder? Das ist ja, und darum ist es so wie ein Circle of Life, nachher, wo dann geht. Aber die Erfahrung ist schon so, je mehr das du gibst, desto mehr kommst du über. Hundertprozentig. Und das fängt mit den Gedanken an. Der glücklichste Mensch ist der, der die glücklichsten Gedanken hat. Wo am meisten kann Fantasien haben, das ist der glücklichste Mensch, wo nicht an Tod und Mordschlag denkt den ganzen Tag, sondern an unbegrenzte Freiheiten, Möglichkeiten, die Sachen hat, der kommt das über. Ja.
Und das ist ja der Grundgedanke von Karma, dass eigentlich, eben, auch wenn du es jemandem gibst, es muss nicht von dieser Person zurückkommen, sondern es kommt irgendwie zurück, oder? Und das ist auch etwas, was ich lernen musste, so, oder? Dass es eben nicht, es sind nicht direkte Austausche immer. Eben, es kann ja nur Gedanken sein, oder was weiß ich, es geht ja nicht um Materielles, sondern einfach, was du gibst, musst du nicht von einer Person spezifisch zurück verlangen, zurück erwarten, sondern, wie du sagst, das ist der Kreis. Aber das muss man auch mal zuerst lernen. Ja, es hat wirklich auch mit Vertrauen zu tun, wenn du anfängst, das zu praktizieren, oder? Und es ist ein bisschen diametral zu unserer Gesellschaft, oder wie es funktioniert, ist halt einfach, du gibst jemandem, hey, du gibst mir es dann zurück, oder? Das musst du mir geben, oder? Hey, ich habe im Fall dir den Lohn zahlt, du musst jetzt das machen. Aber vielleicht zahlst du jemandem mal einen Lohn und du kommst nachher, jemand anders macht es dann. Und eben, ich kann es nur sagen, in meiner Kunst habe ich das täglich, erlebe ich, dass das Leute, dass meine Sinne sind einfach so geschärft, dass alles hilft mir. Alles auf meinem Weg dient, Lieder werden so geschrieben bei mir. Der sagt das, der sagt das. Ich so, wow, danke vielmals, haben jetzt das gesagt. Ich kann den Song. Weißt du, oder jemand kommt vorbei. Ich habe gerade heute Morgen in die Session gehabt mit dem Guillermo Lascar, Genie. Ich habe schon ganz, ganz viel mit ihm zusammen geschrieben. Und ich habe wie das Gefühl, ist oben da, ich zeige ihm etwas. Und er sagt dann nachher, hey, du, aber sag's doch so. Oder du musst, ich würde es im Fall so flow. Du bist so, danke Gott, Mann. Danke Lascar, dass du jetzt mir das so gesagt hast. Ich habe schon, weißt du, die Hauptarbeit habe ich schon gemacht, ich habe es rausgesendet. Und dann hast du Leute, die kommen und sagen, es ist mir geiler so. Und ich weiss, ich erkenne nachher ein Genie von denen. Ich weiss, es ist besser. Ich muss es nicht so machen, wie ich es gedacht habe. Ich los auf die und sage, okay, ja, das stimmt. Das ist mir viel besser jetzt so. Genau aus dem Grund habe ich die Comedy Camps angefangen. Das ist auch in Corona losgegangen, 2020, weil wir nie nachher können. Habe ich Frank Richter, der Cenk und der Charles Nguela sind wir zu viert, sind wir für 2 Wochen in einer Hütte. Und zwar wirklich so mit dem Gedanken, dass man halt eben zusammen stärker ist als allein. Und zwar, alle haben schon an ihrem Programm geschafft und haben ihres Zeugs gehabt. Und es ist dann mehr darum gegangen, eben wie kann man noch jemand anderem helfen bei etwas Spezifischem. Und die Leute haben immer gefragt, hast du nicht Angst, dass irgendwie eben etwas gestohlen wird oder so? Und dort ist dann das Geile, wie individuell künstlerische Menschen sind, dass einfach, was dir heute passiert ist, das ist ja gesehen, eben wie du gesagt hast, du hast das schon rausgesendet und das hätte von jemand anderem noch elevated werden. Aber jemand anders hat das nicht allein für sich können machen. Das heisst, wenn jetzt jemand anders einen Joke hat und ich finde, vielleicht könntest du noch dort so und so, dann ist das so spezifisch auf die Person und ihre Identität und deren ihre Joke, dass ich nicht das Gefühl habe, shit, den hätte ich für mich, können brauchen. Und umgekehrt, genau das Gleiche. Das ist mega schön. Aber ich glaube, das ist auch das Producing, jetzt in meinem Fall, wenn ich für andere schreibe, ist das etwas mega Schönes, oder dich reinversetzen und dann mit Leuten ihnen das wir geben können. Und etwas an Ideen oder am Leben. Wenn du es als Welle anschaust, deine Welle ist Vibration. Wellen sterben nicht, das vibriert immer weiter, oder? Also, jetzt Ideen. Ideen sterben nicht. Ideen, oder ja, wenn du Surfer bist, Wellen kommen immer, das Meer gibt dir immer wieder eine Welle. Und wenn du das weißt, dann ist im Fall gut, ich habe im Fall jetzt schon wieder neue Ideen. Ich habe die Idee, du kannst sie gerne nehmen, mach sie. Aber ich habe im Fall, ich habe keine Angst, dass ich keine Ideen mehr habe. Ideen werden umso krasser, je mehr, dass ich sie raussende. Weißt du, je mehr ich das praktiziere, in dieser Welle, desto besser wird die Ideen können zu lesen und dann zu geben, weiterzugeben, können selber für mich brauchen. Und dann gibt es natürlich in der Musik, machst du das mega viel, so die Camps, oder? Du schreibst mit Leuten zusammen, du triffst dich. Dort ist die Gefahr, dass du nachher nicht, finde ich jetzt wieder, dass du ehrlich bleibst, dass die Kunst in dir inne, oder? Darum ist vielleicht gut, wie ich es gemacht habe, ich habe schon alle eure Programme gehabt und dann so wie euch getroffen und so, wie okay, wie können wir es noch geiler machen? Wie können wir den Spirit noch weiter rauf machen? Ist ein mega schönes Konzept. In den Camps ist halt viel, wir müssen jetzt einen Hit haben, oder? Und das ist dann wieder, dann bist du so im Aussen. Ich bin nicht so der Freund von dem, ich habe wirklich gerne, wenn man
wenn man sich trifft mit einer Mission, oder? Und eben die Camps ist dann so, jeder geht so in den Raum und jeder will den besten Song machen, ist schön. Mhm. Aber der Beste, der nur populär oder nach dem Schema funktioniert, um im Radio zu spielen, ist nicht vielleicht der Beste, wo die Leute, also wo dich, das muss dich selber catchen. Mhm. Weil irgendwann hast du die Formel vom Kuchen, weißt du, du weißt, Schoki zieht besser als Rhabarber. Oder ich weiß auch nicht, als, weißt du, ich meine? Mhm. Dann machst du halt immer Schokokuchen, weil du weißt, aber yeah. Rhabarberkuchen ist im Fall auch geil. Weißt du, ich meine? Und der wird dann einfach vergessen und die Leute vergessen dann so, um was geht es in dir rein? Mhm. Wie, weißt du, was ist die Emotion, die Kunst nachher machen lässt, die Essenz, die dich glücklich macht? Eben nicht im Aussen, sondern es ist die Innen. Und das sind nachher nicht die Songs, wenn wir jetzt bei den Songs sind, die ich finde, die auch am weitesten kommen. Du hörst es immer. Mhm. Ob es Schema F ist oder hat die Person wird etwas erzählen. Ja. Yeah. Ich meine, wie viele Songs hörst du pro Tag, wo du einfach denkst, ja, irgendetwas, bla bla bla, Bitch, das, Bitch, dieses, Bitch, irgendetwas, ich bin der Geilste, ich habe das gemacht. So alt, ich habe tausendmal gehört, sind dumm. Wirklich. Sagt etwas anderes. Weißt du, was läuft mit euch? Mhm. Also ich habe im Moment so viel, wenn ich Musik höre. Yeah. Und nachher hörst du den Song, wo du denkst, so, okay, vielleicht braucht es sogar ein Bitch und ich bin der Geist. Aber du merkst so, shit, da ist etwas rum, wo so real ist, so echt. Es kommt aus dem, er wird nicht mir gefallen, der Song. Sondern es ist etwas Essentielles, was da besungen wird, beschrieben, betont, vertont, verpoesiert, wo dich noch nicht catcht. Und ich finde, man merkt, dass du hörst die Lieder nachher auch mehr. Du hörst es anders, du bist irgendwie so, es related mit dir. Weil die Person das aus sich heraus geschrieben hat. Mhm. Ja, die alte Frage ist, ist es besser, ob jetzt 100 Leute ein Lied dreimal hören oder 10 Leute ein Lied 30 Mal? Es gibt am Schluss gleich viel Plays, oder? Aber du hast wahrscheinlich mit den 10 Leuten, die einen Song 30 Mal hören... Vielleicht ist es eben einfach... Hast einfach... Wie will ich sagen? Hast mehr... Künstlerisch mehr erreicht, weil es wirklich resoniert. Mhm. Und nicht... Ja, und eben vielleicht ist es dort auch ganz... Wahrscheinlich egal. Du machst das, dass dich im Moment als Mensch flasht. Wenn du willst Hits machen, dann also weißt, wer bin ich schon, um das verurteilen oder beurteilen? Du bist in verschiedenen Gefühlen. Ich kann nur vom Endresultat nachher sagen, oder was macht dich als Mensch glücklich? Oder macht dich das glücklich im Aussen oder macht dich das glücklich im Innen? Mhm. Das ist eigentlich wie meine Dinge. Aber ich habe ja auch das müssen erleben, vom Aussen. Mhm. Also ich habe die Erfahrungen auch gemacht, ja, ich will jemandem wie aussen dran dienen und sagen, okay, wie machst du das? Aber ich habe für mich herausgefunden, es ist wertvoller, wenn ich es im Innen mir gebe. Aber und ich bin auch erfolgreicher geworden durch das, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja das Geile. Unterm Strich habe ich viel mehr Erfolg erzielt, wenn ich es für mich gemacht habe, im Innen mir selber die Ehre gegeben habe, sozusagen. Und nachher wird das auch gegen aussen tragen. Aber das ist ja das Geile, wenn man es eben kann erreichen, zum Erkennen. Also weißt du, das muss ja auch zuerst muss so ja zuerst sein. Dass wir Menschen das alle mit alle müssen zuerst umgehen zum Laufen lernen. Das ist wirklich anstrengend. Wieso? Es ist nicht einfach ein Mensch, der umgeht, und dann wissen alle, wie es geht mit dem Laufen. Irgendwie müssen alle das machen seit Millionen von Jahren. Wir müssen einfach die Fresse gehen. Und sie müssen es alle selber machen. Alle müssen es selber machen. Man kann es erzählt kriegen, und man muss es selber machen. Man kann schon lernen hören, das kann man. Ja. Irgendwann. Aber du musst schon vielleicht zuerst mal umgehen sein und dann so, aha, vielleicht muss ich gleich hören. Genau, bei mir ist es oft so, ich kann mich dann oft an etwas zurückerinnern, was mir gesagt worden ist, wenn ich dann in dieser Situation bin. Aber ich musste zuerst in die Situation kommen. Ja, genau. Buddha hat recht gehabt. Und jetzt möchte ich schon noch schnell über die Reise an sich reden, weil wo sie dann endlich hat können losgehen, ist ja, ein Teil vom, also berichtige mich, wenn ich es falsch sage, aber ein Teil vom Konzept ist gesehen, dass du ja eben auf dieser Reise die Musik machst und auf dieser Reise ein neues Album ankriegst, mit auch verschiedenen Artists von verschiedenen Orten und eben auch so ein kollektives Album kreierst.
nicht das Dodo, ich mache alles allein Album, mhm. sondern das Dodo, ich reise und mhm. ich nehme möglichst alles mit mhm. Album. Mhm. Habe ich es einigermaßen. Ja, ja, da, und das haben wir auch geschafft, genau das, was wir uns vorgenommen haben. Es ist auch dort ein bisschen, es ist der Traum, es anzupassen, im Sinne von, ich habe zuerst ganz viel mit vielen grossen Stars zusammenarbeiten. Ich habe den Jan Delay getroffen, ich mhm. habe den Peter Fox mit ihm gemailt. Ich habe, also ja, ich habe dann so wie an dieser Reise, wo ich durchgefahren bin, und ich wollte wie mit meinen Helden zusammenarbeiten. Mhm. Und die Helden haben eigentlich alle nicht geklappt, aber da, auch das ist der Weg ist das Ziel. Ich bin mit dem Jan Delay zusammengesessen und ich habe erklärt, was ich mache, dass ich meinen Container auf ein Rieschiff tue und dann nach Köln vorbeifahre und dann könnte er zusteigen. Und ich anfange zu schwitzen, als ich ihm das erzählt habe. Ja, ist ein Star, der mich geprägt hat, sitzt dort und ich probiere ihm das wirklich zu erklären. Und er hat wahrscheinlich gedacht, ja, der du. Und neben dem Jan Delay sitzt der Max Herre. Und ich einfach so, und wir sind so in einem Backstage und der hört auch zu und ich denke einfach, alter Dodo, jetzt laberst du irgendetwas da von deinem grössten Traum und du bringst es irgendwie nicht, ich kann es nicht richtig können sagen, was ich bin so nervös wurde. Yeah. Ich habe wirklich angefangen zu schwitzen. Yeah. Und es war irgendwie auch ein schönes Gefühl gewesen für mich, weißt, das können zu erleben, so wie, fuck, der Traum ist einfach zu gross, zu krass, ich weiß gar nicht, wie ich das den krassesten Menschen will erklären, jetzt noch. Yeah. Weißt du, so, es tönt einfach nur irre, was ich vorhabe. Mhm. Und die schauen mich an und ich merke so, fuck, ich werde irgendwie judged jetzt oder so wie der Jan und der Max, oder? Der Max hat so mit einem Ohr zugelassen und ich so, okay, da sitzt der Max her und er hört mir jetzt zu und es wäre meine Chance, um die grössten zwei auf meinem Album zu haben. Ich darf es jetzt nicht verkacken und ich habe es so gross verkackt. Die haben beide nicht zugesagt, oder? Und gleichzeitig hat aber mir das Universum so viele schöne andere Leute gegeben, die das ja genau dann so gemacht haben, wie ich es wollte. Mhm. Weißt du, ich habe es schlussendlich geschafft, in Nigeria und in Ghana auf die grössten Spotify-Playlisten. Und mhm. das habe ich mir vorgestellt. Das war eines meiner Ziele. Ich will es draussen reüssieren. Mhm. Ich will einen Welthit haben. Der Welthit ist noch nicht rum, natürlich. Aber er ist dran, sich am Manifestieren. Er ist jetzt, es fängt an rotieren in Afrika. Das ist, und aus das dem heraus kann etwas generiert werden. Das ist eine von den Szenen, die ich gesehen habe auf deinem Instagram im Film, wo du sagst, der Welthit, ich habe einen Welthit gemacht, ja. jetzt liegt es an der Welt, einen Arzt nehmen, oder? Genau. Aber das genau. ist ja wieder das, von innen nach außen. Genau. Du hast für dich den Welthit gemacht. Genau, das Gefühl, ja. bin ich am Praktizieren, ja. jeden Tag. Und jetzt schauen wir. Hast du das Gefühl, beim Jan Delay und beim Max Herre ist es gesehen, weil du dir gesagt hast, verkackst nicht? Ja, ich glaube schon. Also ich bin sehr nervös geworden. Ja. Yeah. Und es war vielleicht auch ein bisschen blauäugig. Ich meine, ich kenne es auch von mir, wenn du dort schaffst, wo wir jetzt arbeiten, Künstler ist, haben wir ein Management, wir haben Tourneen, die geplant sind, wir haben Lieder, die kommen, oder? Mhm. Dass du dann einfach kannst mit jemandem in 3 Monaten oder 4 Monaten sagen, ja, ich komme zu dir aufs Boot. Mhm. Du musst wirklich Fan sein und du musst das begreifen, was du willst. Yeah. Du musst begreifen, was der andere will und du musst so richtig, es muss Sinn machen für mhm. dich. Und ich glaube, für die Jan Delay und für den Max Herre hat es einfach, wie die wissen schon, was ich mache, aber ich bin im Schweizer Markt, wieso sollten sie jetzt mir helfen, weißt du? So. Mhm. Sie haben gar nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt das hat einfach nur ihr getönt. Aber vielleicht hätte ich dann wirklich müssen mit meinem Manager zu ihrem Manager yeah. und dann nur mal, weißt du, so, ich hätte halt nicht dürfen aufgeben und sagen, okay, jetzt müssen wir aber wirklich die Managements an den Tisch überkommen. Es ist natürlich sehr viel Arbeit auch. Oder willst du die Arbeit machen? Aber ich will grundsätzlich, es war ein nice Spirit gewesen, weißt, dort hinzugehen. Den Weg, ich yeah. bin auf, ich weiß gar nicht, Frankfurt oder so, hat er eine Show gehabt. Und dann haben wir dort abgemacht. Schon nur, dass ich das konnte. Ich bin mega dankbar, weißt du. Und dann dort sitzen mit diesen zwei und eben schon nur das hören, wenn er sagt, ja, den du. Ist schon sehr gross gewesen. Schon eine sehr geile Geschichte für mich zum Erzählen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja ein
kleine, genau, ja. ein kleiner Stein ja. für den, den nächsten so Stein, der da, kommt. Ja, so sehe ich mhm. es auch. Es ist immer ein Zwischenschritt. Mhm. Eben, schlussendlich geht es ja nicht darum, dass ich es wirklich schaffe, mit ihnen einen Song zu machen, sondern dass ich schon die Auseinandersetzung lebe. Ich habe es schon gelebt. Yeah. Ich habe mit ihm eigentlich schon einen Song gemacht jetzt. Schon das ist ein Song, weißt du, ich meine? Ja, also, ja, ja, da, ja, da, ja, da. Das könnte ein Song werden. Mhm. Das war ein geiler. Das ist catchy. Ja, ja, dann du. Okay, ich komme gerade ins Studio, ich schreibe den Song. Ich spüre das ja, noch. Ja, ja, dann du. Das hat einen guten Flow. Mhm. Dann macht er das. Ja, der du, genau. Dann ist er dort. Und jetzt ist ja wieder mal für dich ein von den Momenten, wo das alles, wie so blöd gesagt, hinter dir ist. Und jetzt ist es aber effektiv da. Mhm. Also jetzt hast du ja den Weg gehabt mhm. und jetzt ist das Ziel, ein bisschen Kinofilm, jetzt oben gehst du wieder an eine Premiere, das Album ist draussen. Und für mich, in meinem Feld, ist dann immer so, eben ich habe immer so das Ziel, die Premiere vom Solo-Programm. Aber ich hatte dann das Glück, meine sozusagen Lorbeeren sind, dass ich dann mit dem touren kann. Mhm. Und dass ich im Hintergrund schon das nächste Jahr arbeite. Mhm. Dass ich dann immer beide Welten habe. Ich kann immer das Kreieren und es gleichzeitig performen von dem, was ich schon kreiert habe, sozusagen. Oder? Und ich spüre das bei dir auch sehr fest, Philipp. Heute Morgen hast du eine Session gehabt. Ja, ja, genau. Das heißt, es ist eigentlich, bist jetzt gerade fertig geworden mit etwas, mhm. aber du bist... Ja, es geht gerade weiter. Ja, du bist konstant. Es ist halt, glaube ich, mit Ideen, durch das, dass ich mache, was ich liebe, ist es halt auch, ich mache das halt mega gern. Ich mache mega gern Lieder, mhm. ich schreibe mega gern Texte, ich kann, die schönste Auseinandersetzung ist, wenn ich alleine kann mit über Wörter brüten. Mhm. Und so mir wie überlege, irgendwann geht es immer auf. Und das ist die Erfahrung, die es mir jetzt gegeben hat. Und ich bin so gerne in dem Strudel rein und ich will eigentlich möglichst viel von dem haben. Ich habe eben durch das, je berühmter dass du wirst, desto weniger Zeit hast du eigentlich, um deiner Musse nachzugehen, oder? Mhm. Oder desto mehr musst du dir Zeit freischaufeln, um zu sagen, hey, dann bin ich, ich stelle von meinem Handy ab jetzt. Ich bin yeah. nicht erreichbar die nächsten zwei Tage. Ich bin am Schreiben. Ich muss irgendwie meine Ruhe haben, um das zu machen. Und dass du dich das kannst getrauen, eben hast. Mittlerweile kann Firmen, kann Leute, die mit mir zusammen arbeiten, die ich Lohn zahlen darf, oder? Und das gibt eine andere Verantwortung. Und es ist auch mega schön, diese Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig geht es weiter, oder? Mhm. Geht auch meine Leidenschaft weiter. Mhm. Und dass ich dieser Leidenschaft Zeit eingestehe und sage, hey, schau, jetzt brauche ich Zeit für das. Ja. Das gehört zum Erfolg dazu. Ich muss dort können investieren, die Investition tätigen anhand von Zeit. Ja. Yeah. Kannst du das gut separieren, der Business-Dodo und der Kreativ-Dodo? Immer besser, sagen wir es so. Ich kann schon... Ja. Das Ding ist, ich habe auch Spass am Business. Mhm. Ich habe wirklich sehr Spass, das zu machen. Ich habe dann wirklich jetzt in diesen fünf Jahren halt, habe ich sehr viel Geld auftreiben müssen, dürfen Geld auftreiben, um das zu manifestieren. Mhm. Und dann bin ich schon so monatelang halt in diesem Business-Ding rein gewesen und habe eigentlich meinen Traum verkauft. Weißt du, so wie bin gegangen und habe gesagt, ey, das ist oder meine Vision, weißt du, den Leuten gebracht. Und, aber in dem Sinne habe ich auch eine Freude entwickelt. Ich glaube, sonst hätten die Menschen nicht mitgemacht, mit mir auf die Reise zu gehen. Auch schon nur mit meinem Team, oder? Mhm. Das hat auch Kraft gebraucht, das Team können an der Stange zu behalten und irgendwie können sagen, hey, schau, wir machen es jetzt dann wirklich. Mhm. Und ich hab wirklich treue Seelen an meiner Seite, die nachher das auch mit mir gehen, oder? Aber wo ich auch darf schauen, dass sie auch ihren Traum leben, oder? Es ist nicht nur mein Traum, dass sie auch ihren Traum können leben und sich können wie erfüllen in dem Lebensding, wo wir drin sind, in der Zeitspanne, wo wir haben. Mhm. Oder dass es nicht nur ein Auftrag ist, weil das geht gar nicht bei mir, weil für das verdienst du zu wenig gerade im Moment. Yeah. Du musst etwas Erfüllendes können machen und du musst die Vision können mittragen und das zu deiner Vision machen. Mhm. Und jetzt zurück zu deiner Frage, ja, es geht immer besser, dass ich das kann, wie beide Sachen ausleben kann oder in beiden meine Freude entwickeln, oder? Mhm. Ja.
Ich glaube, ich bin kein schlechter Businessman, weil ich halt wie das auch lebe und gerne lebe und so wie gesehen und eben auch das Vertrauen habe, dass ich es kann. Ja, und es ist ja so etwas anderes, wenn es ein Business ist, das mit einem selber zu tun hat. Was ich immer ein bisschen absurd finde, weil man ist ja dann am Schluss auch das Produkt, ja, oder? Ja, ja, klar. Und in vielen anderen Business schaffst du für fast schon imaginäres Produkt, weil es hat nichts mit dir zu tun, oder? Also, keine Ahnung, sei es Lebensmittel, Getränk, Software, was auch immer. Software vielleicht noch, wenn du sie selber entwickelt hast, aber... Ja, ich glaube, es ist für jeden Mensch eben, das ist wie, ich habe das halt ganz, du wahrscheinlich auch ganz früh schon gehabt in mir rein, ich will immer selbstständig sein, ich habe einen Traum, ich will erleben, ich organisiere mich. Das braucht Mut, es braucht Ressourcen, du musst eine höhere Toleranz haben Ungewissheitstoleranz, oder? Weil sehr viel ist Ungewissheit, was passiert und natürlich auch wenn du Verantwortung trägst gegenüber einer Familie, ist es nochmal etwas anderes. Aber ich habe das ganz fest in mir rein gehabt und ich praktiziere das auch ganz, ganz fest. Die Unsicherheit ist meine Sicherheit. Dort innen, mein Mindset ist es so. Jetzt ist es so, wenn Leute halt eben mit Kiosk arbeiten, wie kannst du dein Glück generieren? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele glückliche Kioskverkäufer innen, wo das einfach erfüllend ist, oder? Egal, ob du dich jetzt mega identifizierst mit dem Produkt oder nicht. Du kannst aber das Glück in der Tätigkeit vom Bedienen zum Beispiel, vom Kontakt mit Menschen, kannst du entwickeln, oder? Das Schlimme ist, wenn du immer dich am fehlenden Platz fühlst, aus welchem Grund auch immer. Und das haben wir, glaube ich, jeder Mensch hat das schon gehabt, oder? Ich habe das ganz früh gehabt, dass ich gemerkt habe, hey, ich gehöre nicht da an, ich muss etwas, eben, ich will selber, ich habe so viele grosse Visionen und ich bin gesegnet mit einem genug grossen Ego, dass ich das durchboxen kann für mich. Und ich wünsche das aber jetzt auch allen Menschen, die jetzt da hören, hey, was ist euer Traum? Wo tun das Glück maximieren? Es bringt mehr. Weil es braucht ein Moskito, die sticht dich und dann bist du morgen weg vom Fenster für immer. Du bist einfach gone. Ich habe jetzt ein schönes Schlusswort gefunden. Ich auch. Gell? Ich glaube, wir hören da auf. Finde ich schön. Ich hoffe, es geht nicht 3 Jahre, bis du wiederkommst. Ja. Sofern du willst. Ja. Ich hoffe es auch. Also mir ist es auch nicht 3 Jahre, es hat sich nicht so angefühlt. Für mich auch nicht. Für mich auch nicht. Aber vielleicht ist es eben, weil ich einfach, du weißt ja, was ich die 3 Jahre gemacht habe. Und so habe ich es auch miterlebt. Mit dir. Also weißt, ich habe wirklich das Gefühl, wir haben darüber geredet. Wir haben gesagt, okay, jetzt geht los. Und irgendwann ist er zurück. Weißt du so, oder? Und es hat sich für mich angefühlt wie... Ich glaube, einmal haben wir doch nur darüber geredet, ob du aufs Boot kommst sogar. Yes. Gell? Ah, yes. Das wäre grandios gewesen. Ich weiß ja nicht, wieso das nicht geklappt hat. Aber ich glaube, es ist dann terminlich, ist es einfach ein bisschen zu knapp geworden. Ja. Und ich von Basel aus losgefahren bin. Das wäre schon recht geil gewesen, wenn du auch das gesehen hättest. Aber es ist nicht das letzte Projekt, es ist nicht das letzte Ziel und es ist nicht der letzte Weg. Wir werden sicher wieder unsere Wege in irgendeiner Art und Weise kreuzen auf den nächsten Pfad. Wie auch immer. Nächsten Reihe, den nächsten Fluss. Hey, viel Erfolg in allem, was du machst. Viel persönlichen Erfolg. Danke gleichfalls. Der Film eben, ist ausverkauft. Also müssen wir gar nicht große Werbung machen für das momentan. Und man kann immer Werbung machen. Doch, könnt den Film schauen. Er spielt momentan in den Kinos. Wir machen Premieren. Die sehen ihr auf der Seite. Dort sind wir anwesend. Also der Filmemacher, der Alexis mit der Regala. Der Big J kommt damit zusammen, mein Co-Produzent und ich. Und dann kann man wie ein Q&A am Schluss kann man darüber reden. Und Antworten geben auf Fragen, die sie haben. Das ist mega spannend. Yeah. Häufig sind es ganz kleine Kinos, eben 70 bis 300 Zuschauer, was mega Spass macht. Das ist mega intim und nach. Und das Album? Und das Album natürlich, gehen sie gut kaufen. Was schön ist, wenn Nachhaltigkeit noch, wenn man das noch schnell erwähnen will, ich habe mit ganz vielen
Menschen in Afrika zusammengearbeitet, wo den gleichen Traum haben wie ich, können von der Musik zu leben. Mhm. Und es ist natürlich mega schön, dass jetzt das anfängt zu rotieren, oder? Dass ich habe jetzt schon können Shows spielen mit ihnen in der Schweiz. Also yeah. Wir haben es mal in die Schweiz reingeholt, das siehst du auch im Film. Auf Lags haben wir es reingeholt, sie haben das erste Mal Schnee gesehen, sie haben können reisen, dank der Musik, dank dem sie Musik machen mit mir zusammen, haben sie dürfen reisen. Ich habe dank dem ich Musik machen mit ihnen zusammen, können jetzt stattfinden in Nigeria, in Ghana, in Südafrika. Und das ist ja natürlich auch, wenn die Leute anfangen, das zu konsumieren und hören, ist natürlich mega die Chance noch viel, viel grösser, dass wir noch weiterkommen, auch zusammen, dass die Menschen halt wirklich etwas haben. Das ist ihr grösster Traum, von der Musik können zu leben, das zu machen, was sie lieben. Sehr geil. Vielen Dank, bist du da gewesen. Alles Liebe. Danke vielmals. Und danke, Christoph. Danke, Christoph. Bis bald. Für den Ton. Peace.